Servus, grüß dich, Servus. Das ist wieder Andreas, Birka der Bewirker. Und als Thema haben wir ganz kurz angeschnitten toxische Beziehungen. Das ist irgendwie so ein modernes Thema, kommen wir jetzt immer wieder unter. Und was passiert da überhaupt? Für mich ist wichtig, dass man versteht, was passiert da. Ich höre immer wieder, ja, da haben wir was mit einem Narzissten gehabt oder mit Borderliner und so weiter. Das ist nicht so einfach zu beurteilen, ob das wirklich so ist. Ja, teilweise finde ich, obliegt es uns gar nicht, da sozusagen eine Diagnose abzugeben. Auch nicht im Privaten, beruflich darf ich das sowieso nicht. Das ist obliegt Spezialisten, die eben Psychotherapeuten oder Psychiater, Psychologen sind. Und also so Pauschalurteile abgeben, sage ich, bitte lasst es lieber mal bleiben. Man stempelt da Menschen gleich mal ab und das ist nicht notwendig. Aber nichtsdestotrotz kann es sehr, sehr schwierige Beziehungen geben oder toxische Beziehungen. Ihr werdet da im Internet wahnsinnig viel drüber finden. Und ja, was passiert da überhaupt? Und man versteht das ja oft gar nicht. Gell? Was geht da ab? Was ist da los? Und vor allem, was ist denn da mit mir los? Gell? Wieso lasse ich mir das gefallen? Wieso komme ich aus der Nummer nicht raus? Und was soll ich tun? Ihr findet hier irrsinnig viele Ratgeber hier auf YouTube. Was nicht schlecht ist, finde ich, ist ein bisschen was anzuschauen, wenn du die Vermutung hast. Da gibt es dann so Faktoren, wie soll ich sagen, so, weshalb bin ich da mit jemandem zusammen und könnte es sein, dass das eine toxische Beziehung ist? Also welche Faktoren spielen da zusammen und welche Punkte treffen ein? Das kann man sich schon anschauen und sich mal ein Bild machen. Dass du nur ein Bild hast und sagst, aha, und dann, was hat das mit mir zu tun? Und warum kommt man da so schwer los? Ja, und vor allem, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich bin mit einem Narzissten und das können aber Frauen genauso sein oder vielleicht mit einem Borderliner zusammen, ich weiß das aber gar nicht und ich komme da irgendwie aus dieser Beziehung nicht raus. Weshalb ist das so? Und da gibt es recht einen spannenden Versuch. Das hat was zu tun mit Konditionierung nämlich. Die haben festgestellt, also man weiß, man kann alles konditionieren, das können wir auch. Das wäre einfach, wenn ich zu dir jetzt dann sage, du liebst zum Beispiel Schokolade und ich würde dir Schokolade jetzt genau beschreiben und du stellst sie dir vor, beginnt der Speichel in den Mund zu fließen. Obwohl keine Schokolade ja da ist, aber der Körper reagiert, weil du auf Schoko konditioniert bist. Und da gibt es ja den berühmten Versuch mit den Hunden von Maslow und da wurden später mal andere Versuche gemacht und der ist dann hochinteressant, nämlich mit Mäusen. Und diese Mäuse wurden konditioniert auf Futterautomaten und dann so, dass eben auch bei einem bestimmten Signal haben die Mäuse dann schon automatisch reagiert und haben halt gewusst, aha, jetzt gibt es bei dem Automaten Futter. Dann sind die Forscher aber hergegangen, also die Maus hat gewusst, sie hat Hausnummer eingespeichert, sie hat reagiert, da kann man nachschauen, sie hat im Hirn sind dann gewisse Dinge abgelaufen und sie sagt, aha, Futter, 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 Hausnummer, das ist jetzt nur von mir so erfindet, also dreimal geläutet. Ja, dann hat sie gewusst, Futter im Anmarsch und sie kriegt es auch, sie wurde einfach darauf geprägt, konditioniert. Dann sind die aber hergegangen und haben dann plötzlich den Rhythmus gewechselt. Sprich, sie haben sie konditioniert aus dreimal Läuten, dann gibt es Futter. Und was haben sie dann gemacht? Es hat plötzlich bei dreimal Läuten nichts gegeben. Und beim nächsten Mal dreimal Läuten hat es auch nichts gegeben, aber dafür hat es auf einmal bei einmal Läuten was gegeben. Und dann hat es bei einmal Läuten wieder was gegeben und dann hat es vielleicht viermal bei einmal Läuten nichts gegeben, aber dann hat es was bei zweimal Läuten gegeben. Also es gibt kein erkennbares Muster mehr. Das ist irgendwie total durcheinander. Aber die Maus ist konditioniert auf dreimal Läuten ist Futter. Und das ist in ihr komplett eingespeichert. Das heißt, die Maus setzt sich vor den Futterautomaten und wartet immerfort drauf, dass es wieder dreimal läutet und bei dreimal Läuten Futter gibt, weil da hat es immer gegeben. Und das nennt man intermittierende Konditionierung. Also du hast sozusagen ganz simpel gesagt, du hast einen Volltricker gekriegt und auf den bist du komplett geprägt. Und das ganz Arge ist das, die Maus bleibt sitzen und wartet und wartet und verhungert.
Sie bleibt sitzen und wartet immer nur mehr auf das dreimal Läuten und da endlich Futter zu kriegen. Wir haben sie ja einmal bekommen. Ja? Und dasselbe, deswegen ist das eine sehr schwierige Sache, ist die Spielsucht. Das ist haargenau dasselbe. Vielleicht verstehst du das jetzt besser. Wie kann man spielsüchtig sein? Aber das ist eine irre Konditionierung und ganz schwer rauszukommen, weil das ganz gleich wie mit der Maus ist. Ich habe ja einmal gewonnen. Und es muss wieder kommen. Und deswegen bleibst du sitzen und verlierst und verlierst und verlierst. Und irgendwann kommt halt wieder sozusagen ein kleiner Futterbeitrag und jetzt hat es wieder funktioniert. Siehst du, und jetzt wird es wieder funktionieren. Und dann bleibst du wieder so lang sitzen. Und das passiert bei der Maus und ist dann auch so lange sitzen geblieben, die Mäuse, dass sie sogar gestorben sind. Was hat es mit den Beziehungen zu tun und mit toxischen Beziehungen? Da läuft haargenau dasselbe ab. Das ist haargenau dasselbe. Du wirst am Anfang raus nochmal auf die Beziehung, auf das Ei, auf die Liebe, das Wunderbare konditioniert. Völlig unbewusst, also das alles läuft unbewusst ab. Nehmen wir mir wirklich den Herrn und sagen, die Narzissten, die machen das ja nicht mit Absicht. Die sind ja so geprägt. Ja? Die sind in ihrer Entwicklungspsychologie so geprägt worden von der frühesten Kindheit weg. Und verhalten sich dementsprechend. Jetzt kriegst du die tolle Liebe, die tolle Anerkennung und plötzlich irgendwann beginnt sie das zu verändern. Und das ganze System kennt sie nicht aus, weil ich habe das immer gekriegt. Das ist dasselbe wie die Maus mit dem Futter. Ich habe das immer gekriegt und jetzt kommst du kaum weg. Weil der Innerste wartet immer, dass ich wieder diese Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zärtlichkeit, Liebe bekomme. Auf die du komplett geprägt bist. Und die Person verhält sich aber völlig anders und dann noch dazu wie diese Futterautomaten ohne erkennbaren Muster. Es ist einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und du bleibst dann wie die Maus so sitzen, eigentlich fast erstarrt und kommst nicht weg. Und merkst aber irgendwie, das tut mir überhaupt nicht gut, das Ganze mehr. Aber ich komme aus der Nummer nicht raus, weil du haargenau im Gehirn dieselbe Konditionierung hast wie die Maus. Ne? Und das ist nicht ohne das Ganze. Es geht uns nicht darum, dass wir der Person einen Vorwurf machen. Die Person hat ihr Prägung, nicht ihr Muster am Laufen. Die checkt das gar nicht. Mir ist wichtig, wenn du da drinnen bist oder glaubst, dass du beginnst, das einmal zu verstehen und dich, okay, anhand diesem Beispiel mit den Mäusen, dass du verstehst, das könnte sein, ich bin da in der Nummer. Wie komme ich aus der Nummer überhaupt raus? Und ganz, ganz ehrlich, du kannst dir hier die Ratgeber anschauen im YouTube, das wird dir ein bisschen unterstützen, ein bisschen was machen, etwas tun. Bitte geh zu Profis. Wenn du so eine Beziehung auflösen möchtest, geh zu Profis. Die meisten Menschen brauchen da echte Unterstützung. Ja, weil du bist wahrscheinlich alleine. Es kann sehr oft so sein, dass dein Partner, Partnerin sogar bei anderen in deinem Umfeld sehr gut ankommt. Nur du das so erlebst und dann dir noch vorkommt, ich bin der Einzige, der das so wahrnimmt und alle anderen sagen, er, sie ist ja eh so toll, wieso bist du verlassen und um Gottes Willen. Ja, na, und deswegen brauchst du da professionelle Begleitung, weil du eben schon so konditioniert vielleicht bist. Oder vielleicht so, das nennt man so eine Co-Abhängigkeit hast. Und dazu gibt es Profis, dazu gibt es Psychotherapeuten, Psychologen, die dich da begleiten. Und ich bin immer ein Verfechter, geh zu Traumatherapeuten. Menschen, die auf Trauma und vor allem Bindungs- und Entwicklungstrauma spezialisiert sind. Geh zu denen, dass du, das hat nämlich mit deinem Nervensystem was zu tun, die können damit arbeiten, die kennen sich aus, ist ein wichtiger Punkt, auch das zu hinterfragen und dass du da eine tolle Begleitung hast und dann rauskommst und vor allem auch dein Muster auflöst, damit später mal du nicht wieder irgendwann in eine solche Beziehung rutscht, weil du eben darauf geprägt bist. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, ich wünsche dir wunderbare Beziehungen und wenn du in so einer Beziehung bist, dass du gesund, heil und Schritt für Schritt aus solch einer Beziehung rauskommst und daraus dann auch noch wächst und vielleicht die nächste dann eine ganz tolle Beziehung ist. Alles, alles Liebe. Wenn es gefallen hat, liken oder irgendwelche Fragen da sind oder was anderes, bitte kommentieren und ansonsten auch abonnieren. Freue mich, alles Gute.